Oh ja, es kommt DayZ, da freue ich mich schon drauf. 2743 war das, ne? Ja, sehr schön. Cool. Sehr schön, wunderbar. So. DayZ kommt, ja. Oh, da ist er. DayZ kommt für die PlayStation, genau wie H1Z1. Ja, wurde offiziell angekündigt auf der Sony-Pressekonferenz auf der Gamescom dies Jahr. Also einige wissen es doch noch nicht. Ich hätte gedacht, das wissen alle schon. Aber DayZ kommt. Und da freue ich mich schon tierisch drauf. Nein, ich habe den Season Pass noch nicht. Möchte ich mir aber holen. Nein, 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 Prost zusammen. Ja, wie gesagt, DayZ kommt. Mann, warum geht denn das scheiß Alien jetzt nicht weg? Alien, geh weg! Das Ding hat, glaube ich, keine Augen. Wann ist noch unklar? Ich schätze mal nächstes Jahr, aber wenn dann eher Ende nächstes Jahr. Weil die fangen ja jetzt erstmal an, das zu entwickeln für die PlayStation. Aber da kommen noch so viele tolle Spiele, auch mit. Wie kann das Alien jetzt schon da sein? Wie kann das Alien denn jetzt schon da sein? Es ist doch gerade durch den Schacht gegangen. Oder sind es vielleicht doch zwei? Man weiß es nicht. Naja. Viele würden sich jetzt aufregen, die würden den Controller in die Ecke schmeißen, weil sie keinen Bock haben, aber viele, die mich jetzt kennen und schon seit längerem die Let's Play Live Show verfolgen, wir feiern ja bald einjähriges schon, die werden wissen, mir macht das nichts aus. Beyond the Limits, ich grüße dich, Beyond the Limits TV, willkommen zur Let's Play Live Show. So, wo haben wir denn gespeichert? Ach, hier. Stimmt. Jetzt müssen wir wieder nach oben, ne? Genau. Gott sei Dank ist es nicht so weit, meine Güte. So, die Kiste möchte ich aber, oder den Spind da möchte ich noch mitnehmen. Boah, das ist so ekelig, dieses Rumgepolter von dem Alien. Das ist verdammt. Boah, es ist schon da drüben. Was war das jetzt? 2743? Ach toll, ich muss jetzt den Zugangscode lesen. Ja, super. Hi Ben, hello. Oder hallo. Willkommen zur Let's Play Live Show. Ich glaube, es ist weg, ne? Kann das sein? Gott sei Dank. Hallo. Terminal lesen, Terminal lesen. Los, 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 los. 2743. Wissen wir das jetzt also? Das haben wir ja schon gelesen. 2743. Sowas liebe ich ja. Solche Sachen, dass man das irgendwie so lesen muss vorher und dann muss man sich das aufschreiben oder merken. Das ist total. Total cool gemacht. Ich werde es mal riskieren. Wow. Was? Was steht hier? Was? Was? Fix? Was? Fix?
Ich habe mir heute mal die weiße PlayStation 4 mit Drive Club gegönnt. Alter Falter, Hut ab. Glückwunsch dazu. Auf jeden Fall. Ich kenne da noch jemanden, der die weiße PlayStation hat. Drive Club, ja, momentan leider die Plus-Version. Wird er noch zurückgehalten wegen den Serverproblemen bei Drive Club? Was ist denn jetzt hier? Darf ich jetzt raus, weil die Kamera so scheiße leuchtet? Ich probier's einfach mal. Oh, das ist so gemein. Oh, das ist so gemein. Oh, das ist so gemein. Wo muss ich denn... Okay, da können wir rein in den Schacht. Ich möchte aber doch erstmal hier den Tresor leeren hier. Liegt hier irgendwas auf dem Tisch? Da liegt was auf dem Tisch. Den haben wir schon. Das werde ich mal eben machen. Komm, mach fertig, Mädchen, mach fertig. Ja, ich drück doch nach links. Hallo. Oh, gibt's denn sowas? Also ist nichts mit Waffen? Doch, wir haben Waffen. Wir kriegen, glaube ich, auch später eine Schrotflinte, so weit wie ich mir... Ach, jetzt sind wir hier. Also wir haben eine Waffe, ich kann es dir mal kurz zeigen. Wir haben einen... Wir haben einen Revolver. Ja, das ist der hier. Das ist ein Revolver. Und wir haben einen Flammenwerfer. Das ist er hier. Ja. Aber ich kann dir empfehlen, das nicht zu benutzen. Also das Einzige, vielleicht den Flammenwerfer gegen das Alien. Denn das ist nicht sehr effektiv. Vielleicht gegen Menschen, aber die Menschen zielen besser wie du. Also es ist kein Shooter. Ja. Das heißt, es ist eine ganz schlechte Taktik, sondern die Taktik ist eher... Die Taktik ist eher schleichen und abhauen. Wie Tür verschlossen. Hebel benutzen, okay. Puh. Aber hier... Ach, jetzt weiß ich wieder, wo wir sind. Ich weiß aber immer noch nicht, ob wir alles richtig machen und ob wir... Ach, der! Ach, der, den habe ich ganz vergessen. Der scheiß Bot. Ja, wenig Munition. Problem ist, das bringt dir gar nichts, hier zu schießen. Ja. Haut der auch wieder ab, oder... Oh ja, damals auch Alien vs. Predator, wo man im Multiplayer so mit als Alien rumlaufen konnte oder als Soldat. Wo müssen wir denn jetzt hin? Ich habe immer noch keinen blassen... Ich will ja nicht auf die Karte gucken. Ich gucke jetzt trotzdem mal eben. Legende. Was haben wir denn da? Neuverkabelung. Privates Terminal. Gerät, Werkzeug, Waffe. Neuverkabelung, das... Okay. Bestätigen Sie den Leitschalter des... Okay, da müssen wir da unten hin. Das heißt, wir müssen an dem Links vorbei und dann links. Also da raus und dann links lang müssen wir. Okay, ich hoffe, er sieht uns nicht. Oh. Okay, er hat uns zwar gesehen, aber... Speichern wäre echt toll. Da ist ja... Nee, warte mal, war hier... Wo war denn der Speicherpunkt nochmal? Wo war das jetzt lang? In die Richtung, wo wir gucken? Ist das richtig? Tatsache. Ach, hier müssen wir ja noch hin. Stimmt ja. Da ist der Speicherpunkt. Ohoho. Wir werden jetzt erstmal speichern. Ganz, ganz wichtig. Und ihr müsst mal überlegen, wir sind schon so lange jetzt am Spielen. Also nicht nur, wie gesagt, heute, sondern seit letztes Wochenende. Und ich bin immer noch nicht mit dem Spiel durch. Also Hut ab an Sega. Tolles Spiel. Gefällt mir sehr gut. Ja. So, jetzt muss ich mal ganz schnell schauen. Nicht rennen. Wir müssen
Was hier mit dem Dings? Können wir immer noch nicht benutzen, ne? Leistungsschalter zurück. Wo ist denn dieser scheiß Leistungsschalter? Was? 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 Alter! Alter! Bist du... Die sterben, du Scheißvieh! Alter! Was? Der packt dich! Der packt dich, sag ich nur! Wo müssen wir denn hin? Der Leistungsschalter ist da oben irgendwo. Okay. Boah! Fick dich, du Scheiß-Android! Mann! Okay, also müssen wir doch nochmal nach oben. Bitte nicht spoilern, da wäre ich echt dankbar für. Vielen, vielen Dank. Also wir müssen auf jeden Fall nach oben. Jetzt gucke ich doch nochmal auf die Karte, obwohl ich ja eigentlich gesagt habe, ich gucke nicht auf die Karte. So, wir müssen auf jeden Fall hier diesen Schalter aktivieren. Wo ist der denn jetzt? Okay, hier und dann links. Ah, hier waren wir doch vorhin. Wo ist denn hier was? Hä? Och nein. Tatsache, hier ist dieser dämliche Schalter. Ach, jetzt können wir ja eigentlich zurück, ne? Weil wir können ja unten im Hauptraum jetzt das Terminal benutzen. Nee, ich krieg kein Netzklabaster. Oh. Ihr hättet mich mal beim ersten Mal Outlast oder Daylight spielen sehen müssen. Gott. Prost. So. Was? Oh, da ist das Alien ja schon. Geh weg. Ah, Gott sei Dank. Gott sei Dank verkrümelt es sich in den Lüftungsschacht. Leistungsschalter zurück haben wir doch. Ach so, bestimmt mehrere. Okay, wir schauen doch nochmal eben auf die Karte ganz fix und wir müssen dahin. Das heißt, wir müssen erstmal, so wie es ausschaut, zurück. Okay. Das heißt, wir müssen, wo müssen wir denn lang? Wir müssen, oh Gott. Ja. Genau in die andere Richtung, also da lang müssen wir. Aber die Speicherpunkte liegen... Was, wo? Boah, dieses Stampfen, das ist noch schlimmer wie bei Outlast. Wie das Merkel mit den Ketten. Little Fick, I know you are here. Das fehlt jetzt noch hier. Da würde ich echt so feiern, wenn es auf einmal hier so als echt so Gimmick auf einmal so das Merkel auftauchen würde. I know you are here. Und dann auf einmal plöpp ist es da an der Tür. Nein, ich will überschreiben. Was mache ich denn? So. Dann gehen wir mal ganz schnell durch die Tür da raus. Aber auf zackig. Oh, hier liegen sogar Scherben. Hab ich gar nicht gesehen. Da haben wir schon. Gibt's denn sonst noch einen aktuellen Must-Have-Titel? Da fragst du den vollkommen falschen. I don't know. Must-Have-Titel. Momentan. Boah, sieht das cool aus. Alter Falter. Hier waren wir ja auch noch nicht. Must-Have-Titel. Jetzt muss ich mal kurz überlegen. Was könnte man denn... Was ist denn wirklich Must-Have-Titel? Also ich kann dir auf jeden Fall empfehlen, hier dieses Spelunky auf dem PlayStation Network runterzuladen. Für kostenlose Plusmitglieder kostenlos. Sehr geil. So ein Jump'n'Run, so auf Mario-Style. Boah, cool. Aber ansonsten Must-Have. Hallo?
Wo sind wir denn jetzt hier? Ach, hier sind wir. Okay, wir gehen auf jeden Fall in die richtige Richtung. Nico Höning. Höning? Höning? Ich glaube, Höning ist jetzt ausgesprochen. Schön, dass du da bist. Hi. Okay, hier kommen wir nicht lang. Willkommen zu Let's Play Leisha und La Fiandra. Willkommen zu Let's Play Leisha. Einfach Werbung schreiben und ihr seht meinen YouTube-Channel. Und alles Wichtige über die Let's Play Live Show, was ihr wissen solltet. Warum ist jetzt hier die Kamera an? Was? Was? Mann, geh weg! I must check your water chicken. Oh, das Alien kommt. Spielunki, nee, mit Y, oder Spielunki. Guck einfach in den PlayStation Store. Oder halt auf meinen YouTube-Channel. Da findest du auch das Let's Play von mir. Ich habe die erste Folge habe ich halt hochgeladen, um einfach mal zu schauen, ob euch das gefällt. Muss ich hier lang? Ja, hier ist der nächste Schalter. Ah, hier. Tatsache. Wir haben ihn sogar fast ohne Karte gefunden. Spelunky, genau. Spelunky. So wird's ausgesprochen. Bestätigen Leistungsschalter des Dekommandierungs. So, jetzt müssen wir wahrscheinlich wieder in diesen Hauptraum, ne? Ja, so wie ich es mir schon gedacht hatte. Natürlich. Dankeschön für die Werbung. Wie gesagt, schaut einfach mal vorbei auf meinem YouTube-Channel Reflex GR und die Let's Play Live-Show freitags und samstags immer um 20 Uhr. So. Das hört sich echt komisch an, wie sie läuft, ne? So, hört mal genau hin. Okay, mein Gott, sie hat auf jeden Fall einen Flammenwerfer in der Hand, ne? Kann sein, dass der vielleicht irgendwie so einen riesen Tank bei sich hat. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall werde ich nicht hier lang gehen, sondern durch den Schacht. Da wir ja viel, viel bessere Möglichkeiten haben, hier lang zu gehen. Huch, hallo? Du sollst durch den Schacht gehen. Denn da ist es viel, viel einfacher. Aber wir müssen ja wieder in diesen Hauptraum rein, um da das Terminal zu benutzen. War das jetzt hier? Achso, ich wollte mal eben. Ah, wir können da noch einen Geräuschmacher erstellen. Sehr schön. Sonst noch was? Oh, ein Medikit auf jeden Fall. Mein Gott, so viele Sachen gesammelt. Rauchgranate sind wir voll, Blindgranate auch. Molotow-Cocktail brauchen. Einen Geräuschmacher können wir nochmal erstellen. Ist gar nicht mal so schlecht, dieser Geräuschmacher. Und wir stellen noch ein Medikit. Was wir haben, haben wir. Was wir haben, haben wir. So. Wir müssen in den Hauptraum. Und am besten wäre jetzt, wenn wir speichern könnten. Speicherpunkt. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Bitte nicht, bitte nicht. Wow, wow, wow. Bitte nicht, bitte nicht. Wo ist der scheiß fucking Hauptraum? Fuck, hier rechts lang ist der. Und da können wir auch speichern. Oh, gut, dass ich das Alien abgewehrt habe, sonst wären wir jetzt schon tot. Und ich habe noch nicht gespeichert. Solltest dir mal Natural Doctrine ansehen. Okay. Bitte speichern. Ich will nur speichern. Bitte. Ganz schnell speichern. Komm, 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 komm. Bitte, 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 bitte. Oh. Okay, haben wir das schon mal gespeichert? Dann können wir jetzt. Oh, das Alien ist da hinten. Das Alien ist da hinten. Hehehe. Hehehe. Ich habe keine Angst. Hehe. Hehe.
Jetzt mal eine Frage von mir an euch, die mir jetzt sehr, sehr wichtig ist. Wird Alien Isolation Outlast ablösen bei uns in der Let's Play Live Show? Weil ich weiß, viele wünschen sich mal wieder seit langem mal wieder Outlast, aber wird Alien Isolation Outlast ablösen? Also jetzt so an die Stammi-Zuschauer, die schon länger dabei sind. Besteht da die Möglichkeit oder denkte er nicht? Denkte er, oder mal schauen, wie der Überlebensmodus ist oder so. Ganz gefährlich. Okay, nein. Nein, ich denke nicht. Okay. Was passiert denn jetzt? Okay, nein, ich denke eher nicht. Okay. Müssen wir jetzt da rein, oder was? Nein, Outlast Forever. Kann ich jetzt hier die Klappe zumachen? Was muss ich denn jetzt hier tun? Hallo? Initialisierung des Energieflusses, okay. Bisher auf dieser Couch zweimal ja. Okay, zweimal nein, zweimal ja. Wartungscheck-Auftrag in Sektor 12 erhalten und bestätigt. Ein Wartungsandroid ist unterwegs. Ja, der wird aber wahrscheinlich wieder böse sein. Prost zusammen. Was muss ich denn jetzt tun? Hallo? Oh. Okay. Winke, winke! Wollen Sie mehr über Sevastopols Sicherheitsvorschriften erfahren? Spiel zu angsteinflößend. GTA 5 bald. Puh, da bin ich mir nicht sicher. Ein paar spielen schon. Und ist ziemlich verbuggt. Wo müssen wir denn jetzt hin? Ich habe keinen blassen Schimmer. Müssen wir jetzt warten, was er da tut? Hab dich abonniert. Vielen, vielen Dank. Wie gesagt, YouTube, einfach Werbung schreiben, falls ihr wissen möchtet, wie mein YouTube-Channel ist. Werbung schreiben und dann seht ihr meinen YouTube-Channel. Und auch alle weiteren Infos zur Let's Play Live Show. Ich werde mal eben ganz schnell speichern. Während der da arbeitet. Ja, ich möchte speichern. Was müssen wir denn machen? Was steht denn da? Verteilungsleitung initialisieren. Ja, das machen wir gerade. Akku fast leer, daher bin ich so still. Ach so. Tastatur anschließen, USB. Ach hier. Ach so, okay. Ach. Ach, jetzt müssen wir. Okay. Okay, das heißt für uns, wir müssen wieder zurück jetzt zum Fahrstuhl. Oh, hier ist ein Schacht. Ich werde dabei jetzt erstmal nicht lang gehen. Hatzala, ich grüße dich. Willkommen zur Let's Play Live Show. Schön, dass du eingeschaltet hast. Willkommen zurück zu Alien Isolation. Wir müssen da unten lang. Und ich höre das Alien und ich sehe es nicht und ich, Wo ist das denn? Wo ist das denn? Alter. Das sieht irgendwie komisch aus. Das sieht, Rex Bex, ich grüße dich. Willkommen zu Let's Play Live Show. Schön, dass du eingeschaltet hast.
Alter, was ist das denn? Was haben die denn hier alles gebaut? Ist das cool? Ich werde mal die Tür hier zusperren. Besser ist. So, dann ist die Tür wenigstens zu. Dann kommt das Alien wenigstens da nicht durch. Ich meine, es kommt ja sowieso so oder so irgendwo durch, aber... Gehen wir jetzt erstmal hier lang? Ja, gehen wir erstmal hier gucken. Das sind moderne Massagenmaschinen. Okay. Ich bin mal gespannt, wie viel wir auch von den Leichen gefunden haben, weil es gibt ja insgesamt im ganzen Spiel gibt's 50 Leichen zu finden. Ja, da muss man dann halt diese Schlüsselkarten sammeln. Prost auf deinen Opa. Ja, Prost. Und warum komme ich hier nicht durch? Hallo? Hä? Wieso komme ich denn da nicht durch? Ach, hier muss ich lang wahrscheinlich, oder? Nee. Hä? Muss ich irgendwas tun? Moderne Massagenmaschinen. Nicht so fest an den Nippeln. So, ich hab... Ach, hier sitzt ja auch noch jemand. Gar nicht gesehen. Na? Wie geht's so? Hm? Ging schon mal besser, ne? Hehe. Wie er guckt? Wieso kommen wir denn hier nicht durch? Müssen wir irgendwas... Ah, okay. Frachtroboter rufen. Was? Nein. Ich hab's gehört. Ich hab's aber nicht gesehen. Wow. Alter, was ist das denn? Boah, ist das fies! Oh, ist das fies, ich sehe doch nichts! Boah, ist das geil mit der Lichtstimmung und jetzt... Boah, ist das cool. Danke, Elle Angel. Vielen, vielen Dank. Und willkommen zur Let's Play Live-Show an alle neuen Zuschauer, die hier alle da sind. Ja, das Alien müssen sie definitiv noch fixen an einigen Stellen, auf jeden Fall. Ja. Darf ich da jetzt raus, oder? Ich glaube, ja. Was ist denn da oben an der Tür? Machen wir das mal eben. Luftreinigung haben wir jetzt betätigt. Das heißt, hier wird es jetzt ein bisschen klarer. Brauchen wir... Oh, Fahrstuhl. Boah,